Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von VFR PPL. Wie bereits angekündigt, möchte ich nun mit diesem Video eine kleine Videoserie starten, in der es um die umfassende Flugvorbereitung geht. Diese Videoserie wird dabei freundlich unterstützt von der Internetseite pilotenheadset.org, auf welcher ihr umfassende Tests zu Headsets, Zubehör als auch mehr findet, was der Pilot alles benötigt. Im Rahmen dieser Kooperation werde ich nun die entsprechenden Präsentationen kostenlos auf pilotenheadset.org zur Verfügung stellen, damit sie jedermann zur Verfügung stehen. So, da wir eine Menge zu arbeiten haben, lasst uns direkt mit der Gliederung beginnen. Hier seht ihr einfach alle relevanten Punkte, die wir abzuarbeiten haben, und die werden wir auch mit der kompletten Videoreihe bearbeiten. Grundlage für das Ganze, womit wir das Ganze sehr gut dokumentieren können, ist der Flugdurchführungsplan VFR. Diesen gibt es in verschiedenen Versionen. Hier seht ihr die Version vom Luftfahrtbundesamt, die ich euch nur wärmsten empfehlen kann. Diese ist kostenlos, die ihr euch dann selbst ausdrucken könnt. Ich tue euch einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr den einfach runterladen könnt und wir den gemeinsam ausfüllen können. Ich habe mir einen kleinen, aber feinen Beispielflug ausgesucht, nämlich von Münster-Osnabrück nach Schmallenberg-Rennefeld. Ich habe mir diese Strecke ausgesucht, da sie nicht zu lang ist, denn das Ganze soll natürlich mal einfach nur kurz und knapp gemacht werden. Und ich denke, dass wir auf dieser Flugstrecke sehr viele interessante Punkte kennenlernen werden. Der ganze fiktive Flug soll am 30.09.2017 stattfinden. Die geplante Abflugzeit ist 10 Uhr Zulu bzw. 12 Uhr lokal. Damit wir einfach einen ersten Eindruck von diesem Flug bekommen, möchte ich ihn einfach mal auf einer groben Karte sehen, nämlich auf skyvector.com. Wir befinden uns nun hier auf der Seite von skyvector.com und hier finden wir eine VFR-Karte der kompletten Welt. Wir möchten natürlich nur einen kleineren Teil sehen, nämlich die Strecke von Münster nach Schmallenberg-Rennefeld. So, wir haben hier einmal den Flugplatz Münster-Osnabrück mit den ersten wichtigen Informationen bereits, wobei hier aber gesagt wird, dass die Daten natürlich nicht hundertprozentig korrekt sind. Deswegen möchte ich mich auf diese Daten auch nicht beziehen. Ich möchte einfach nur mal so ein erstes Gefühl dafür bekommen, wie weit die Strecke eigentlich ist. Hierfür klicken wir einfach mit der rechten Maustaste auf den Flugplatz Münster-Osnabrück, klicken auf Plan. Und dementsprechend scrollen wir jetzt runter bis nach Schmallenberg-Rennefeld. So, da bin ich schon zu weit. Den Flugplatz haben wir nämlich hier. Klicken wir auch einmal mit der rechten Maustaste drauf, auch auf Plan. Wir sehen, das Ganze wird jetzt mit einer schönen rosa Linie verbunden. Und wir haben einen Track von 158 Grad und die Strecke beträgt ungefähr 62 nautische Meilen. Nachdem wir uns nun auf SkyVector die Strecke angeguckt haben, gehen wir weiter zu AIP. Hier finden wir weitere relevante Informationen zum Flugplatz. Dementsprechend wichtig ist natürlich erstmal die Öffnungszeit. Hat der Flugplatz überhaupt geöffnet? Wie wir hier sehen, haben wir den Eintrag H24, was für 24 Stunden steht und wir dementsprechend unseren Flugplatz auch um 12 Uhr mittags nutzen können. Dahinter sehen wir den Eintrag, dass dieser Flugplatz eine Kontrollzone hat, die dementsprechend wie der Flugplatz 24 Stunden geöffnet ist. Die Zeiten zwischen den Öffnungszeiten des Flugplatzes als auch der Kontrollzone können natürlich voneinander abweichen. Dann haben wir einen Flugplatz, der teilweise, zeitweise zumindest, kontrolliert ist und in den anderen Zeiten dementsprechend unkontrolliert. So, schauen wir uns nun dementsprechend den Eintrag von Schmallenberg-Rennefeld an, finden wir hier bei dem Eintrag Zeit den Begriff oder die Abkürzung PPR, PPR. PPR steht für Prior Permission Required und wenn man sich das Ganze ins Deutsche übersetzt, weiß man auch, was das Ganze bedeutet. Eine vorige Genehmigung wird benötigt. Das bedeutet, wir müssen vorher beim Flugplatz anfragen, wir möchten zum Zeitpunkt X zu euch fliegen, dürfen wir überhaupt? Hierfür rufen wir einfach mal den Flugplatz an unter der dementsprechenden Nummer. Hier haben wir einmal die Vorwahl, die 02972 und hier unten haben wir den Eintrag, unter welcher Nummer wir das PPR beantragen können. Ein weiterer relevanter Punkt, den wir benötigen, ob wir oder beziehungsweise wie lange wir überhaupt fliegen können,
ist die Tageszeit, wenn wir nur eine Zulassung für einen Sichtflug für den Tag haben. Dafür gehen wir auf die Seite vom Deutschen Wetterdienst. So, hier befinden wir uns nun auf einer Seite vom Deutschen Wetterdienst und hier erfahren wir alle relevanten meteorologischen Informationen. In diesem Video möchten wir uns nun erstmal mit den Dämmerungszeiten befassen, also habe ich hier direkt einfach mal die Seite der Dämmerungszeiten für Münster aufgerufen. Hier finden wir dementsprechend, wie ich schon im letzten Video erklärt habe, alle relevanten Zeiten, wann der Tag beginnt, ab wann wir fliegen dürfen, bis wann wir fliegen dürfen, nämlich das Ende der bürgerlichen Dämmerung. Hier finden wir also eine Tabelle für das gesamte Jahr 2017 und wir haben vor, am 30.09. zu fliegen. So, das wäre einmal hier und die bürgerliche Dämmerung endet um 17.42 Uhr. So, nun haben wir die Zeiten für das Ende der bürgerlichen Dämmerung an unseren entsprechenden Flugplätzen und können diese auch erstmal aufnehmen. Wie ihr seht, weichen diese von Münster-Osnabrück-Münster zum Flugplatz Siegerland ein bisschen ab. Wieso habe ich denn jetzt auf der rechten Seite den Flugplatz Siegerland genommen und nicht direkt Schmallenberg-Rennefeld? Der Deutsche Wetterdienst bietet die Dämmerungszeiten nur für größere Flugplätze an. Deswegen habe ich mir einfach mal auf der Karte angeschaut, was so der größte Flugplatz ist in der Nähe, für den die Zeiten anbieten. Und da habe ich den Flugplatz Siegerland Echo Delta Golf Sierra gefunden. So, gehen wir weiter. Wir brauchen weitere Informationen über die entsprechenden Flugplätze. Sehr viele Informationen können wir nun aus der VFR-Chart 1 zu 500.000 der deutschen Flugsicherung herauslesen. Hier sehen wir nämlich direkt auch nochmal die Kennung EDDG mit der Flugplatzhöhe und der entsprechenden Towerfrequenz. Das ist nicht die Rollkontrolle, sondern tatsächlich die Towerfrequenz. Diese Daten schreiben wir uns auch einfach mal raus. Und was fällt uns noch bei dem Ganzen auf? Die Towerfrequenz ist unterstrichen, das bedeutet, ein Peiler ist am Flugplatz vorhanden und der Fluglotse kann uns ein entsprechendes QDM geben. Was uns auch weiterhin auffällt ist, dass es über dem Flugplatz ein Luftraumdelta-Nichtkontrollzone gibt. Das sind einfach Punkte, die wir bei der Flugvorbereitung zu beachten haben und die wir im Hinterkopf behalten werden. Nun machen wir das Pendant zu Schmallenberg-Rennefeld. Und wie ihr seht, finden wir hier auch viele Informationen heraus, nämlich Schmallenberg-Rennefeld hat eine Platzhöhe von 1530 Fuß. Es handelt sich dementsprechend, da es keine Kontrollzone gibt, um einen unkontrollierten Flugplatz. Und wir sehen hier das Zeichen, dass es eine Sprungzone um diesen Flugplatz gibt. So, gehen wir nun weiter ins Detail. Wir nehmen nun die Sichtflugkarte von dem Flugplatz Münster-Osnabrück. Hier erfahren wir nun sehr viel über die Pisten, die es an diesem Flugplatz gibt. Es gibt die Piste 07 und das Pendant dazu dementsprechend andersrum 25 mit den entsprechenden magnetischen Kursen 070 und 250 und um was für Pisten es sich handelt, beziehungsweise es handelt sich ja nur um eine Piste mit der Dimension von 2170 Fuß mal 45 Meter, die Beschaffenheit bzw. die Oberfläche besteht aus Asphalt und als Take-off-Run-Available stehen uns 2170 Meter zur Verfügung auf beiden Seiten und als Landing-Distance-Available 2170 respektive 1970 Meter. Was diese ganzen Begriffe bedeuten wie TORA, LDA und woher es zu diesen Unterschieden kommt, werde ich in einem späteren Video aufklären. Dementsprechend wieder das Pendant zu Schmallenberg-Rennefeld. Hier ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher und suchen uns auch noch dementsprechend die relevanten Informationen zur Piste heraus. Wir haben eine Pistenkonstellation von 09 bzw. 27 mit den magnetischen Kursen 094 und 274. Und haben hier die entsprechenden Take-off-Runs oder Landing-Distance-Available. Hätte ich vielleicht auch schon zum vorderen oder zum Flugplatz Münster-Osnabrück natürlich zusagen können. In Münster-Osnabrück hat uns natürlich die Startstrecke interessiert, der Take-off-Run.
Und in Schmallenberg-Rennefeld interessiert uns natürlich die Landing Distance Available, also die zur Verfügung stehende Landestrecke. Die beträgt auf Piste 09 645 Meter, auf Piste 27 870 Meter. Die komplette Piste hat eine Dimension von 900 x 30 Meter und es handelt sich um eine Graspiste. Wie wir auch noch bei dem RIP-Eintrag gesehen haben, haben wir folgenden Kraftstoff zur Verfügung. So, weiter geht es nun mit den Frequenzen. Dazu gucken wir uns die nächste Sichtflugkarte vom Flugplatz an. Und hier oben finden wir alle Frequenzen, die wir brauchen. Da wir kein ILS fliegen wollen, das Instrumentenlandesystem, brauchen wir diese Frequenzen schon mal nicht. Was wir als erstes brauchen, die Wetterinformation. Hierfür brauchen wir die ATIS-Frequenz. Die ATIS-Frequenz finden wir hier. Es handelt sich um die 127,175, folgen dann dementsprechend auf die Frequenz der Rollkontrolle, die 121,875 und weiter geht's mit dem Turm, die 129,8. Und hinterher, falls wir Langinformationen rufen wollen, rufen wir Langinformationen auf der 129,875. Das entsprechende Pendant selbstverständlich wieder auf der Sichtflugkarte von Schmallenberg-Rennefeld zu finden. Es gibt nur eine Flugplatzinformation, deswegen die 122,425 und Langinformation ist auf der 129,875 zu finden. Hier ist aber ein entsprechend wichtiger Punkt zu beachten. Hier finden wir nämlich eine Frequenz, auf der nur Deutsch gesprochen wird, was uns diese Abkürzung sagt. Hier dürfen wir also nur auf Deutsch funken, falls wir doch die Lizenz haben, auch auf Englisch zu funken. Am Flugplatz Münster-Osnabrück, nochmal zurückgescrollt, sehen wir, wir können sowohl als auf Englisch als auch auf Deutsch in German funken. So, nun haben wir nun eine verdammt große Menge an Informationen zusammengefasst und diese können wir nun in unseren Flugdurchführungsplan übertragen. Wir wissen, wann wir fliegen wollen. Wir wollen von Münster nach Schmallenberg-Rennefeld. Unser Flugzeugtyp sollten wir auch kennen mit der entsprechenden Luftfahrzeugkennung. So, weiter geht es mit den ganzen Frequenzen, die wir gerade rausgesucht haben. Hier gibt es keine Rollkontrolle, deswegen habe ich hier auch selbstverständlich nichts eingetragen. Wann wir vorhaben loszufliegen, wann wir Sunset haben, dementsprechend haben wir 7 Stunden 40 Zeit zumindest in der Planung. Und können hier schon mal eintragen, falls wir ein ATIS-Flugplatzwetter abrufen wollen, können wir uns hier schon mal Münster eintragen. Unsere Streckenplanung geht natürlich beim Flugplatz Münster los. Hier können wir uns an die Seite auch einfach mal schon mal die ATIS eintragen, damit wir diese schnell finden werden. Und können auf der Rückseite weitere Informationen eintragen. Da oben bei dem Punkt Flugsicherungsberatung können wir uns schon mal als markanten Hinweis zumindest eintragen, dass es eine Sprungzone gibt in Schmallenberg-Rennefeld, auf die wir zu achten haben. Und können hier wieder Flugplatzdaten aus der RIP, können wir schon mal vorbereiten. Aber wir schreiben hier noch keine weiteren Daten hin, weil wir noch gar nicht wissen, welche Bahnrichtung wir vorbereiten werden. Wir haben ja noch keine Windinformationen eingeholt. Wir wissen aber, dass wir eine Asphalt- bzw. Grasbahn haben. Wir sehen auch hier den Punkt Neigung, den ich einfach schon mal durchgestrichen habe, denn es gab keine relevanten Neigungen auf den entsprechenden Start- und Landebahnen. Es gibt andere, wie zum Beispiel hier in Michelstadt, hier habe ich euch das einfach mal rausgeholt, dann seht ihr auf der Sichtflugkarte die entsprechende Neigung auf der Bahn, die eventuell zum Tragen kommt. So, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses erste Video. Weiter geht es im nächsten Video mit dem Wetter. Falls ihr weitere Informationen benötigt, empfehle ich euch folgende Videos, die ihr hier seht, und wünsche euch bis dahin viel Spaß.